So. Man kommt zum Car-Mechanik-Simulator. Wir spielen das PC des DLC. Ich habe den Anfang, lasse ich jetzt einfach mal weg. Wir haben folgendes Auto. Wir haben alle Mercedes übrigens gekauft. Also ich habe es alle über den First Aktionshaus gekauft. Das ist der Mercedes, den wir jetzt gleich fertig machen. Innenausstattung muss ich natürlich auch noch machen. Und die anderen habe ich hier stehen. Das sind die anderen drei Fahrzeuge, die mit dabei sind. Das andere ist hinten in der Waschanlage. Das ist das vierte, und das fünfte haben wir gerade drin. Beziehungsweise es müsste noch eins dabei sein. Nee, wir haben nur eins hier drin. Okay, dann passt das, sind doch fünf. Ich habe das mal auseinandergenommen. Ist aber das Problem gewesen. Ich hoffe, das ist gut. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Sekunde. Dass ich zwischendurch einfach eingenickt bin. Ich bin gedacht, da, okay, komm. Das kannst du nicht mit reinmachen. Deswegen habe ich das Ganze weggelassen. Wir bauen das Ganze jetzt hier wieder zusammen. Wir machen jetzt wieder soweit alles fertig, was wir fertig machen können. Das heißt, alles, was ich reparieren konnte, ist repariert. Ja, also das ist wieder alles drin. Alles, was ich nicht reparieren kann, wird auch nicht eingebaut, beziehungsweise wird ausgetauscht. Jetzt habe ich, glaube ich, die Musik etwas zu leise gemacht. Ne? Kann ich zum Beispiel auch nicht benutzen. So, Tablet. Dann machen wir mal einmal Ölfilter. So, den kaufen wir mal direkt. Das brauchen wir direkt. Kolben 4. Unrad 1. Ich werde da auch keine Tuning-Teile einbauen. Also, wie gesagt, Geld haben wir genug. Wir haben ja sehr viel Kolbenringe, brauche ich übrigens auch noch, sehe ich gerade. Wir haben ja sehr viel so schon geschafft in dem Spiel, deswegen genug Geld haben wir da auf jeden Fall. Da werden wir jetzt nicht nochmal extra was kaufen. Man kann natürlich sagen, okay, komm, was, wir tunen den noch. Versuchen da noch ein bisschen PS rauszukitzeln, aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt nicht so das Interesse dran. Es ist ein 18er und ich habe 4 gekauft, ne? Ich bin ja auch doof. Ich bin ja auch doof. So, 8. Weil ich einfach mal Bock drauf hatte, wieder Car-Mechanik zu spielen. Ich habe es natürlich nicht auf dem PC gehabt. Habe es immer mal mitbekommen, dass das DLC draußen ist. Und habe mir dann gedacht, ja, dann holst du es dir doch mal. Und bereite schon mal alles soweit vor. Und dann habe ich das soweit fertig gemacht. Und dann hatte ich das soweit auseinandergenommen, habe die Sachen reingepackt. Jemand saß ich da auf dem Stuhl und bin eingepennt. Und als ich wieder wach geworden bin, habe ich mir gedacht, oh, ist Hunde müde. Ich glaube, ich mache die Aufnahme wieder aus, weil das hat dann keinen Sinn. Deswegen ist das quasi mit der Demontage nicht mit dabei, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Ich denke mal, dass es jetzt auch nicht so interessant ist. Aber wir werden es bei den anderen Fahrzeugen, wenn ich dann morgen nicht zu müde bin, werden wir es dann auf jeden Fall beibehalten. Das heißt, das würde ich dann auch dann mitnehmen. Die Musik zu leise. Das ist einfach nur bei mir leise. Weil ich habe halt diese Kopfhörer und ich kann das halt laut und leiser stellen an den Kopfhörern. Und deswegen muss ich dann halt immer gucken, ob es zu leise ist, ist es zu laut und sowas. Deswegen, das kann ich immer separat machen. Das ist halt das Schöne daran. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon fast, das könnte das Auto eines ehemaligen Arbeitskollegen sein. Was wir jetzt gerade haben. Er hat mich so ein ähnliches Auto gefahren. Das hat er auch jahrelang gehabt. Und ja, jemand ist in die Karre abgefackelt. Traurigerweise. Das war aber ein sehr schönes Auto. So, wir brauchen... Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das brauchen wir auf jeden Fall. Vollen kann ich jetzt nicht hier sagen 20, ne? Ne, ich kann leider... Das ist so etwas, was wir auf jeden Fall ändern müssten. Dass ich eine Stückzahl eintippen kann und sagen, hier, pass auf, ich brauche davon 15 Stück oder ich brauche davon 30 Stück. Und dass sie halt auch da die Lizenz bekommen haben, das Mercedes-Symbol zu benutzen. Auch nicht schlecht. Aber vielleicht arbeiten die auch damit irgendjemand zusammen, der da zufälligerweise in dieser Branche ist. Ich weiß nicht, wie das da so ist. Wegen Lizenzen, an wem man sich da wendet und wer das damit zu entscheiden hat, das würde mich auch mal interessieren. Und ich denke, ja, Mercedes ist definitiv ein geschützter Name und darf wahrscheinlich nicht für alles genutzt werden. Ich denke, dass da diese Lizenz nicht gerade billig war. Aber naja. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ich kann immer nur davon ausgehen. Aber wissen tue ich es im Endeffekt nicht. Deswegen kann ich mich da auch nicht
weit genug zu äußern, sagen wir mal so. Aber das Drag Racing DLC habe ich zum Beispiel noch nicht. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das hole oder nicht hole. Das werde ich dann spontan entscheiden. Das werde ich aber auch erstmal nicht holen, weil momentan noch zwei andere Spiele auf der Liste. Aber ich muss jetzt erstmal meine Projekte erstmal fertig kriegen, bevor ich jetzt die nächsten anfange. Ich hänge momentan einfach zu weit hinterher mit vielen Projekten. Deswegen versuche ich das ein bisschen umzugestalten. Und K-Mechanik habe ich mir gedacht, ja, hast du schon lange nicht mehr gemacht. Neues DLC. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das DLC jetzt schon draußen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte das einfach mal machen. Ich habe mich heute auch erfahren, dass bei Payday 2 auch wieder neues DLC verfügbar ist. Und das habe ich ja noch nicht geholt. Also das wird jetzt auch diesen Monat nichts mehr. Das werde ich nächsten Monat wahrscheinlich irgendwann mal machen. Mir das dann mal anschauen. Das DLC und dann werden wir mal weiter gucken. Weil das, was ich jetzt noch machen werde, ist quasi den Wagen wieder zusammenbauen. Also Motor rein, alles andere rein. Dann ist die Folge damit auch fertig. Das werde ich dann gleich rendern. Mal den anderen Einstellungen testen. Und gucken, wie das dann aussieht. Und dann schauen wir mal weiter. Nur noch eine Schraube vergessen hier. Ja, da. Manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber manchmal habe ich schon Bock, wieder an so einem Auto zu schrauben. Das ist halt schon was anderes. Dass man im Real Life gemacht hast und jetzt das alles einfach im Spiel machst. Es ist wie LKW fahren, denke ich. Wenn du selber LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin bist, es gibt ja auch Frauen, die das machen. Und du dann halt so einen Euro-Truck-Simulator fährst. Ein Truck-Simulator, das ist was ganz anderes, wenn du selber auf dem Bock sitzt. Aber ich kenne leider keinen. Ja, ich kenne keinen LKW-Fahrer mehr. Die ich kannte, sind entweder tot oder ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Wir brauchen hier noch die Kiste. Wenn du dich aufbläst? Nur so aufgeblasen, wie manche Arbeitskollegen. Nur er macht das wenigstens mit Stil. So, die Führungsschienen habe ich jetzt auch noch nicht. Die muss ich auch kaufen, vor allem wie wir die immer so rausgesucht haben, interessanterweise. Bis mir dann mal jemand sagte, du weißt schon, dass du das auch anders machen kannst. Ich sag, nee, das weiß ich nicht. Wir haben übrigens auch in der Playlist WoW-Musik drin. Ja, das heißt, die haben wir da auch mit drin. Das ist eine ganz neue Playlist auf Spotify, die ich erstellt habe. Ich habe nämlich jetzt dann noch Musik gefunden, die auch copyright-free sein soll für Streams und sowas, aber da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Weil jetzt ist sie free und nachher ist dann doch Lizenz oder sowas drauf. Deswegen nicht wundern, wir haben da auch noch so ein bisschen WoW-Musik nebenbei laufen. Schöne Wasserpumpe hier. In manchen Autos habe ich das gerne gemacht, so Wasserpumpen tauschen, Zahnriemenwechsel machen. Hat das nämlich noch Spaß gemacht. Müsste nämlich auch, glaube ich, WoW sein. Ich mache mal ein bisschen weiter hier. Auch nicht da. Und wir werden das Auto auch übrigens schwarz machen. Habe ich schon beschlossen. Haben auch andere Zündkerzen. Ach, Zündkerzen, Zündspulen. Kerzen sind ja schon drin. So, Shop. Lass mich schauen. Ne, den haben wir schon. Ich habe übrigens ein Programm dafür, dass der Hintergrund ausgeblendet wird. Also ich habe hier kein Greenscreen oder sowas. Ich habe dafür ein Programm, was im Hintergrund läuft, dass der Hintergrund ausgeblendet ist. Deswegen sieht das manchmal so komisch aus. Nur falls sich jemand fragt, warum das manchmal so creepy aussieht.
Liegt daran, dass wir kein Greenscreen haben, sondern ein Programm dafür. Man kann es auch übrigens ab einer gewissen Serie bei Nvidia, kann man sich auch ein Programm runterladen und dann kann man sich quasi auch automatisch das Screen reinmachen. Den wollte ich nicht einbauen. Und kann den dann quasi nutzen. War ganz cool, wenn du dann keinen Greenscreen hast oder einfach den Platz nicht für einen Greenscreen hast. Und dann sagst du, ja, warum nicht? Kann ich ja machen, ne? Wobei jetzt da die Kamera in dem OBS-Bild sehr weit verschoben ist. Also ich bin quasi von der Position verschoben. Deswegen auch einfach aus dem Grunde, damit man nicht so viel Platz wegnimmt. Aber man will ja schon das Spiel sehen und nicht den komischen Typen links und unten in der Ecke. Hier von wegen einer erzählt wegen Greenscreen und sowas. Was könnte echt der Moin! Es könnte echt der Rote auch sein, den der Arbeitskollege damals drin hatte. Ne, warte mal, er hatte mit Klimaanlage. Das, weil er hat, ne, dann hat er den nicht gehabt. Dann war das ein anderer. Wie ist die Lage? Ja, mal mit Facecam? Ja. Hi. Direkt erstmal so, boah, schnell wieder ausmachen. Komischer Dude in der Ecke. Die Facecam war allerdings jetzt nicht für Stream gedacht. Die Facecam war eigentlich dafür. Seit einer Woche. Oder zwei? Eine Woche, glaube ich. Die Facecam war aber eigentlich dafür gedacht, es gibt ja diesen View-Tracker, den du ja benutzen kannst. Und ich wollte eigentlich dann ETS 2 mit View-Tracker spielen. Da kann ich jetzt den Motor nicht abmachen. Und hab dann dummerweise mal gedacht, ja, könnte ich ja mal Facecam streamen. Und dann, ja, hab's jetzt immer noch an. Aber sie ist halt relativ klein in der Ecke gepackt. Ne? Also ich bin da sehr klein. Was das betrifft. Also ich habe das alles extra kleiner gemacht, damit das nicht so viel Platz wegnimmt. Ja, ja, sagt sie jetzt. Das sagt sie jetzt. Wie geht's dir denn so? Wow, unser Internet ist heute scheiße. Ich sag das nur vorweg. Wir haben heute echt Internetprobleme. Deswegen kann es sein, dass der Stream nicht allzu rund läuft heute. Nur, dass du da schon mal Bescheid weißt. Ja, so ist das richtig. Aber du hast schon lange nicht mehr gestreamt, kann das sein? Oder habe ich das irgendwann nicht mitbekommen? Ich kann auch nichts mehr dran bauen, ne? Aber ich krieg den Motor auch nicht ab. Ah, jetzt geht's.
Ja, das hast du erzählt. Und das war ja irgendwie am Programm oder sowas. Das ist jetzt ins Discord auf jeden Fall reingeschrieben. Das weiß ich, aber ich habe da nicht weiter nachgeguckt. Ups, klappt. Ah, okay. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass das weg ist. Ja, es ist dann immer Kacke. Sag mal, hast du keine Hobbys oder was? Ja, schmeißt du mit den Kisten meine Maus weg? Jetzt beschmeißt du mich schon wieder. Oh, mobb mich schon wieder. Mach die mal ganz gerne, auch wenn ich mal nicht am Aufnehmen bin, krieg ich da nochmal irgendwas vom Kopf geschmissen, so nebenbei. Ne, Schatz? Ja, warte, ich guck sofort, lass mich mal eben kurz die Teile bestellen. Ja, ach ne, warte mal, das war Tuning Shop, ne? Karosserieteile, der ist das. 1990. Der könnte das aber gewesen sein vom Modell her, dass der den gefahren ist. Wie gesagt, die haben wir alle hier, die Mercedes, ne? Den haben wir da, den haben wir da, den haben wir auch und den. Das sind, glaube ich, nur 4 Stück, die das. Müssen das 5 sein? Bin mir auf jeden Fall nicht ganz sicher. Sekunde, ich guck doch gleich, habe ich doch gerade gesagt. Was? Muss auf meiner Seite sein. So, jetzt muss ich gucken. Das Problem ist halt Twitch. Ja, da kannst du nichts machen, ja. Ja gut, ich sag mal so, Stream war damals schon, wo ich das damals kennengelernt habe mit Twitch, war es nicht so populär wie heute. Also zumindest nicht so weit, wie ich es mitbekommen habe. Es kann natürlich sein, dass es dahingehend auch schon sehr weit verbreitet war, aber jetzt wahrscheinlich nicht so weit wie heute. Deswegen gehe ich davon aus, dass das vielleicht damals etwas anders gewesen ist. Stoßstangen habe ich schon dran. Das ist übrigens bei so wie die WoW-Musik, die ich gesagt habe. Also wie gesagt, wir haben auch alle Playlisten von WoW mit drin. Und deswegen nicht wundern, da kommt dann halt auch zum Beispiel die WoW-Musik. Ich bin nicht alt. Ich werde erst 35. Ich bin mal älter als ich bin, die Frau. Warte, ich guck sofort. Ich muss eben hier die Scheibe noch eben einbauen. Ich sag mal so, selbst wenn du nur eine Stunde machst, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich heute eine Stunde Zeit, dann machst du halt für eine Stunde einen Stream und das ist ja vollkommen egal. Ja, das so ist es ja nicht.
Ich versuche momentan auch wieder ein bisschen mehr zu machen als vorher. Aber es ist halt immer so eine Sache, auch wegen dem Internet. Ne? Wenn das natürlich nicht geht oder dann nicht passt oder die Leute kommen gerade und ich sage, ja, sorry, ich bin jetzt wieder weg. Ist natürlich auch scheiße, weil ich weiß halt auch nie, wie lange ich mache, weil ich habe vorher noch WoW gemacht zum Beispiel. Habe jetzt umgeswitcht, weil ich das Auto ganz gerne noch fertig machen wollte. Morgen machen wir dann zum Beispiel auch wieder Car-Mechanik-Simulator. Das ist auch immer so eine schwierige Sache vor allen Dingen. Du kannst ja nicht sagen, heute streame ich und dann machst du extra Uhrzeit rein, so sagen wir 18 Uhr. Und dann denkst du so, ach scheiße, kann ich ja gar nicht. Ich bin ja 18 Uhr bei meiner Perle oder ich bin um 18 Uhr, bin ich halt im Pumpen oder so. Ne? Also das ist halt immer schwierig. Ja, deswegen mache ich bei mir auch zum Beispiel keine festen Streamzeiten rein, weil ich halt nicht weiß, streamst du heute, streame ich da heute nicht. Weil es gibt auch so Tage, einfach so wie Montag, glaube ich, war es, wo wir das gemacht haben. Ich war halt komplett im Arsch, ne? Ich habe gepennt einfach beim Stream. Weil die Frühschicht, die macht mich einfach platt. Ne? So, kurz was futtern. Ich denke, ich teste später einfach mal. Mach das. Ich glaube, es ja wieder. Einfach probieren, ne? Einfach probieren. Und guten Hunger. Einfach testen, mehr kannst du im Endeffekt nicht. Wie gesagt, wenn du eine Stunde machst, reicht ja auch. Ist doch vollkommen egal. Wenn du sagst, hast jetzt gerade Zeit, mach einfach eine Stunde, fertig. Versuche mal so 2 Stunden Minimum zu machen. Klappt aber leider auch nicht immer. Weil irgendwas immer dazwischen kommt. Deswegen, da macht ihr mal keine Sorgen. Ich nehme mich gerade, habe ich von oben alles eingebaut? Ich glaube ja, ne? Ich könnte noch die Batterie eben dran machen. Ja, die Batterie ist wirklich hinten bei Mercedes drin. Also BMW hat, glaube ich, auch manche, die sind wohl hinten. Also Mercedes hat auf jeden Fall immer hinten drin. Ich damals allerdings auch nicht. Ob es schon so doof war, wenn jemand zu dir sagt, kannst du mal die Batterie tauschen an dem Fahrzeug und du suchst halt die Batterie. Natürlich dann auch doof, ne? Buchsen kann man immer gebrauchen. Also nix.
Er sagt das immer, dass keine Sachen da sind, weil ich vorhin die ganzen Sachen verkauft habe. Lager brauchst du eigentlich auch immer. Beziehungsweise ich verkaufe immer die Sachen, die du so nicht brauchst. Brauchen wir, die brauche ich nicht. Brauche ich. Dann brauche ich noch was anderes. Doppelstangen, genau, davon brauche ich 2. Bremsbeläge brauche ich 4. Da wir den nicht tunen, brauchen wir da auch keinen. Ah, jetzt habe ich die Reifen auch verkauft, ne? Scheiße, bin ich doof. Das ist kacke. Kurz gucken, habe ich hier auch alles gepackt? Die Pumpe fehlt zum Beispiel noch. Wo habe ich denn den Anlass? Dann müsst du doch auch gleich irgendwo hinkommen.
Sachen dafür? Er ist der Hackerantrieb, wenn ich Front. Ach, ich hab den Kolben nicht. So, was hat er denn Reifengröße ab Werk? Felge 500E. Wir könnten eigentlich Alvetta-Reifen, ja, obwohl das bei dem auch scheißegal ist, welche Reifen. Der hat ja keine Power im Endeffekt, ne? Der hat ja keine großartige Leistung bekommen von uns. 55, 225. EB! Was bestellt. Ja, wir haben momentan, also unser Dönermeister oder Dönerdealer, wie ich immer so schön sage, der ist seit letztes Jahr, aber aktuell ist der weg. Der ist nach Antalya zurückgegangen und seitdem haben wir auch nicht mehr großartig irgendwo bestellt. Wir haben mal einen, den haben wir getestet. Dem ist ein Arbeitskollege empfohlen worden und der sagte, ja, den wollte er auch mal testen. Den haben wir jetzt mal ausprobiert. Der war okay. Also er war jetzt nicht gut, aber er war okay.
Warte mal, 25, 55, ja 16, ja, ist so dasselbe, ja, passt. War okay, das Essen. Weiß nicht wirklich gut, aber es war okay, aber danach haben wir nicht mehr bei denen bestellt. Man hat ja, weil der Witz war, da haben die uns angerufen und haben gefragt, wo wir denn wohnen würden. Ich dachte, die habe ich euch da angegeben. Haben sie nicht gefunden und dann habe ich dann gesagt, komm, wir treffen uns da und da, dass wir das dann fertig machen. Soll mich dann halt nur eben anrufen, wer das dann ist, weil da laufen immer so viele Leute rum. Und das Essen, ja, es war okay. War jetzt nicht gut, war okay. Ich bin da, das Essen bestellen, da, wenn ich da einen habe, der wirklich das gut, wenn der das Essen wirklich super ist, dann bestelle ich doch gerne öfters. Da bin ich aber bereit, Trinkgeld zu geben, aber wenn ich einen habe, wo das Essen so, ja, so okay ist, sag ich jetzt mal, schlecht halt, es gibt kein Trinkgeld. Wobei die Geschmäcker natürlich immer unterschiedlich sind, das ist immer halt immer ganz wichtig zu sagen. Also die einen so, die einen so. Und es ist immer unterschiedlich. So, dann lassen wir den einmal runter, dann könnten wir den auch einmal bewegen und der Hebebühne stellen bei dir. So, warte mal, ich habe noch einen Talentpunkt. Nee, hab keine mehr, hab alles ausgeskillt. Wollte schon sagen. Ich habe früher halt sehr gerne halt bei dem gekauft, ne? Also sowas nicht. Ich habe immer sehr gerne Pizza Margarita mit Tzatziki gegessen. Das war lecker. Familienpizza habe ich damals alleine gegessen. Weil jetzt, wo alles so teuer geworden ist, das letzte Mal, wo ich da war und der das übernommen hat, der da mit ihm gearbeitet hat, da haben wir, glaube ich, letztes Mal fast 35 Euro bezahlt. War noch so zu Corona, so, ja, könnte man schon fast sagen, so fast so zu Corona-Zahlen im Endeffekt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das ist viel zu teuer, die Hälfte war nicht dabei, es ist so viel vergessen worden, das Essen war so lulala. Und dann haben wir gesagt, wir fahren nicht mehr hin. Da ist das Geld dann auch zu schade für. Wir haben sonst immer so um den Dreh, boah, lass mich überlegen, für zwei Leute so zwischen 15 und 25 Euro dagelassen, je nachdem, wie viele wir bestellt haben. Ich bin gar nicht mehr so lange da. Ich mache jetzt noch das Auto fertig, dann bin ich wieder weg. Dann fange ich nämlich an, gleich zu schneiden und lade das alles dann auch direkt auf YouTube hoch. Kriegst du dann, wenn du Glück hast, kannst du es dir spätestens morgen direkt anschauen. Jetzt habe ich den ausgebaut, ne, statt den einzubauen. Weil ich werde dann gleich direkt anfangen zu schneiden und dann werde ich gleich noch ein bisschen was in WoW machen, kann gleich noch ein paar Folgen gucken. Von einem Spiel, was mich auch sehr interessiert, was ich jetzt auch Bock hätte, selber zu spielen, aber nicht die Zeit habe. Beziehungsweise ich habe das Geld jetzt nicht, das Spiel zu kaufen. So, Öl müssen wir noch einfüllen, ne? Motoröl, wo kriege ich denn, wo kann ich denn bei dir Motoröl einfüllen? Ich fühle mich gerade etwas überfragt. Muss ich jetzt echt den Deckel abmachen, damit ich bei dir Öl einfüllen kann? Ach, da ist er doch. Ja, ich muss den Deckel abmachen, damit ich das Öl einfüllen kann. Mercedes. So, jetzt sollten wir aber eigentlich alles drin haben. So, er ist komplett auf 100%. Sehr schön. Können wir noch eine schöne Folie reinballern? Ab auf die
Dingsbühne. Was ist denn jetzt hier die Diagnosefahrt? Wir müssen noch die Spur und Licht einstellen. Ganz wichtig. Der natürlich nicht passt, das ist klar. Oh, der passt ja direkt, sehr schön. So, dann machen wir doch mal direkt hier ein Test hier. Achso, Diagnosefahrt. Boah, wie sich das einfach spiegelt, ne? Also vom InDesign könnte der schon recht nah sein an den damaliger Arbeitskollege von mir gefahren hat. Aber vom Auspuff her ist der viel zu laut. Perfekt, der ist direkt auf 100%. So, dann in die Lackbude. Mal gucken wir mal. In Pink. Ah, nee, hör auf. Schön rot. Ne, wir können das in schwarz machen. Metallic-Effekt. Oh, Originalfarbe. Pink. So, dann stellen wir den mal auf nach draußen. Und morgen nämlich mit dem nächsten weitermachen.